irgendeinen anderen Ausflug. Aha. Aber ich schätze jetzt mal, das gibt ja wohl heute auch. Das ist unser Kiwi-Zühlschrank. Jo, was glaubst denn du? Ja, ja, natürlich. Ja, super. Ein Ofen. Ja, ist ja eh ein Ofen. Mei, vielleicht fetzt uns jetzt gleich. Oh! Jo, was glaubst denn du? Geht's? Ja, schau mal! So wahnsinnig. Mei, was, das ist echt. Oh yeah! Oh. There we go! Holes Rohr, sag ich Ihnen! Ja, alles klar. Boah, die Altstadt hier, da fährst du auch einfach freiwillig rein, gell? Also. Oh yeah! Ah ja. Der Hahnenkampf. In seiner reinsten Form. Wow! Okay, eine Hand, okay? Links oder rechts? Grüße. Alter, stell dir vor, das fetzt da voll rein. Das ist halt gottlos, Mann. Bist du Moped, ja? Die einladende Neighborhood hier, gell? Ja, die sind so. Ah, da ist er! Gastfreundlich sind. Bist du Moped? Das Mikrofon ist aus. Ma, Alter, ist das nicht. Ma, ein so ein lieber geschlagen da. Was ist das für Wort gewesen gerade? Oh na, sag einmal. Was haben wir denn da, Burschen? Bist du Moped? Alter, bist du halt? Höher. Die Akustik ist so weird, da bist du. Ja, da schau her! Da sind sie im Moped! Wohin wohne ich? Mei, da sind wir, gell. Da hinten steht unser Auto. Da sind die Berge, die Wüste. Sie wird erkundet. Und ja, schauen wir, was der heutige Sonnenuntergang noch so bringt. Ja, guten Morgen, Herr Gemeinder. Guten Morgen. Ein Wahnsinn, Herrst. Also, da sind wir. Da haben wir übernachtet. Das ist so ein Lost Spa. Das war ziemlich sick. Also, ich habe nur meinen 1% Akku bei der Kamera. Aber vielleicht kann ich noch ein bisschen was sagen. Da marschiert der Hohenblum. Genau, also da ist so dieses Resort mit Pool und da ist das Gebäude. Das ist da ein bisschen risky zum drüber gehen, aber no risk, no fun, oder wir haben es gesagt. Und dann kommt man da so einer und ja, also schaut schon ein bisschen grenzgenial aus, kommt man vier, gell? Und da sind wir in Gedi Joghurt. Schön. Das erfreut ist, wirklich. Das erfreut ist. So, da und wir fahren jetzt zu einem anderen Strand, wo wir näher am Wasser sind, damit wir einen schönen Sonnenaufgang haben. Genau, ich glaube, damit war es das für das Video.
Ja, da schau her, da sind wir daheim. Alter Schwede, der Untergrund, da hat sich so, gell? Genial, wirklich. Ach du meine Güte. Ja, mit ein bisschen Glück, gell? Sink mal ins Hole. Ha! Hoho! Leider. Da geht's. Naja, so weit geht's da nicht runter, aber ein bisschen rissig ist er, der Beton. Und dann hat sie sich einen voll runtergelassen. Nein, nicht schlecht. Alles einzahlen da noch, ich glaub's nicht. Naja, ja. So schaut das aus, gell? Wir sind da jetzt am Heiligabend auf dem Weg nach Bethlehem. Pilgern da jetzt mitten in der Nacht hin quasi. Mit der Domitia-Abtei. Und sind da gerade auf der Via Dolorosa. Und das geben wir uns jetzt. Herr Unblum. Ja. Wohin wohl er? Wohin wohl er? Ich wohl nach Bethlehem. Aha. Ich wohl nach Bethlehem gehen. Naja, so schaut das aus der Gemeinde. Furchtlos, wie er ist, schwingt er sein Bein eines nach dem anderen. Und da ist die Schar. Der fürchtet sich. Ja, der fürchtet sich gar keiner. Ah ja, und ich habe keinen Reisepass mit, weil ich extrem gescheit bin. Na hörst, Kinder, ganz ruhig. Na bitte, bitte bringst mich nicht um, hörst. Ja, schöne Checkpoint Experience. Alright, wir gehen da gerade von der Geburtskirche weg, wieder zurück Richtung Checkpoint. Werden dort dann hoffentlich durchgelassen, auch ohne Reisepass. Also ich zumindest. Und dann fahren wir quasi mit dem Bus inshallah wieder zurück. Alhamdulillah. Genau so, Alter. Aber ehrlich, so besonders, also zu Weihnachten in Bethlehem, in der Grotte unten zu sein, ist schier unmöglich, glaube ich. Weil da halt sehr viele Messen gefeiert werden und so. Und crazy, also so ein Privileg für mich. Shabbat Shalom, Freunde der Berge. 25. Dezember, 5 Uhr am Morgen. Komplett leer, wir werden jetzt auch zum Damascus Gate gefahren, der Ehrenbruder. Und ja, was soll ich sagen, ich bin ohne Passport durch den Checkpoint durch. Ein Wunder ist geschehen, ein Weihnachtswunder, man munkelt. Naja, und jetzt, also nach der Nacht, brauche ich echt 2 Stunden Schlaf, bevor meine Schicht anfängt.